Der DFB-Pokal, der einzige Titel, den die meisten Vereine überhaupt holen können. Mittlerweile sind wir im Viertelfinale angelangt und genau darüber reden wir jetzt. Alles nach dem Intro. Gute Mr. Spotify hier. 8 Vereine, 4 Spiele. Und selten war die Chance so groß, ins Finale zu kommen. Denn die dicken Fische, die großen Vereine, sind schon längst ausgeschieden. Und ein Spiel, da treffen 2 große Vereine gegeneinander. Und zwar Schalke und der FC Bayern München. Und das wird das Topspiel des Viertelfinales sein. Bevor wir zum Topspiel kommen, kommen wir zu einer anderen Partie. Einer für mich interessanten Partie, denn es gibt sie nicht allzu häufig und wird es sie auch nicht geben, so wie es ausschaut. Denn Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf, eine Partie, die man wirklich nicht alle Jahre sieht. Die anderen Partien im Viertelfinale sieht man eigentlich regelmäßig, 2-mal im Jahr auf jeden Fall. Und dementsprechend ist es schade, dass so eine Partie als einziges, wo man merkt, nicht gezeigt wird. Alle anderen Partien werden ja im Free TV übertragen. Okay, wer will natürlich, kann im Pay TV sich Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf anschauen. Aber ich finde es irgendwie schade. Fakt ist aber auch, jeder wünscht sich den Gewinner von diesem Spiel. Denn es ist an sich vermutlich das einfachste Los, was man bekommen kann, wenn man weiterkommt. Was in keinster Weise respektlos oder herabwürdigend gemeint ist, aber im Vergleich zu den anderen Teams sind sie halt nicht so gut von der Qualität aufgestellt. Aber wir wissen ja auch, dass das nichts zu heißen hat, denn es ist Pokal. Hat seine eigenen Gesetze, jetzt kann ich 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Ist 90 Minuten und im Pokal, wie man sieht, ist immer alles möglich. Und vielleicht gibt es dann doch auch im Halbfinale für Saarbrücken oder Düsseldorf eine Überraschung und sie ziehen dann sogar ins Finale ein. Und stellt euch mal vor, Saarbrücken kommt ins Halbfinale und dann gar ins Finale. Was wäre das für eine Nummer? Ich kann hier schwer einen Gewinner ausmachen, es wird eine verdammt enge Partie. Ich könnte mir vorstellen, Fortuna setzt sich in der Verlängerung durch oder Saarbrücken im Elfmeterschießen. Kommen wir zum Topspiel. Und es war klar, dass an dieser stattfinden wird. Denn mir war auch klar, dass die Eintracht übertragen wird. Und das konnte nur am Mittwoch stattfinden. Dazu komme ich gleich mehr. Hier ist es schwer zu sagen, wer gewinnen wird. Schalke ist stark zu Hause. Aber wir wissen auch, Bayern hast du keine Chance, wenn die ihren Tag haben, ihren perfekten Tag, hast du keine Chance gegen die. Du musst zu Hause viel Glück haben. Die Bayern müssen mal einen schlechten Tag erwischen, vielleicht ihre Chancen nicht machen. Und dann kannst du es machen. Wenn du das Quäntchen Glück hast und Bayern wirklich unter Druck stellst, dann ist da alles, alles möglich. Allerdings glaube ich, dass Bayern sich hier auf Schalke durchsetzen wird. Was für meinen Verein zwar nicht unbedingt von Vorteil wäre, denn ich hätte auch natürlich Schalke lieber weiter, wenn man so denkt. Aber ich hoffe einfach auf ein geiles Spiel auch, den man sich als neutraler Zuschauer schön anschauen kann. Und wenn wir ein Spektakel haben, ein geiles Spiel. Okay, man kann sich davon nichts kaufen als Schalke-Fan, wenn man dann ausscheidet. Aber wenn Schalke weiterkommt, dann sind sie eigentlich der Top-Favorit, was den DFB-Pokalsieg angeht. Generell. Die Mannschaft, die bei diesem Spiel weiterkommt, ist der Top-Favorit. Daher eine ganz enge Kiste mit leichten Vorteilen für Bayern, aber Schalke hat es in der eigenen Hand. Bayer Leverkusen hat natürlich aus ihrer Sicht gesehen ein sehr gutes Los erwischt. Zu Hause gegen Union Berlin, das ist auf jeden Fall machbar. Wäre schlimmer gewesen, wenn man bei München auf Schalke oder gegen sie hätte spielen müssen. Oder auch Bremen wäre auch eine böse Note gewesen.
Aber Union ist auf jeden Fall machbar. Allerdings sollte man sie nicht unterschätzen, denn ihr wisst, Union hat immer was zu bieten, ist immer für eine Überraschung gut. Und gerade die Fans, die auch laut sind und die werden auch gut vertreten sein bei Leverkusen, dann kann Leverkusen sich auf jeden Fall auf einiges einstellen und gefasst machen. Also das Ding ist noch lange nicht gewonnen, aber ich sehe hier auf jeden Fall qualitativ klare Vorteile, wenn sie nicht so egoistisch spielen, als Team spielen und nicht nur an sich denken, sondern einmal den Pass rüberspielen, wenn sie zu zweit auf dem Torwart spielen. Ansonsten kann es so enden wie gegen Dortmund, dass man dann auf einmal, bam, das Spiel verliert, weil man vorne zu egoistisch war. Und damit meine ich, ja, zum Beispiel den Havertz. Union wird natürlich alles dagegen lehnen und sie wollen das Finale, der Home, Entschuldigung, muss es sein, haben. Stellt euch mal vor, Union Berlin spielt im Olympiastadion das Finale aus. Ich denke, was Besseres für Union Berlin gibt es nicht. Okay, im Olympiastadion ist blöd. Sie hätten wahrscheinlich gerne in ihrem eigenen Stadion gespielt. Aber dann, in der Heimat von Hertha BSC, vom Lokalrivalen, vielleicht sogar den Titel zu gewinnen. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres. Und dann kommen wir zu meiner Eintracht. Ich habe so einen Schrei losgelassen bei der Auslosung, als Schalke und Bayern schon draußen war. Weil ich dann wusste, wir können die Gegner, die alle übrig sind, schlagen. Klar, haben wir auch oft genug uns gegen Bremen nicht gut angestellt. Klar, haben wir da den Sieg verschenkt zu Hause gegen Bremen. Und ja, auch bei Union haben wir uns nicht gut angestellt. Aber Fakt ist, sie sind alle schlagbar. Klar, haben wir einen Scheißtag, verlieren wir. Haben wir einen normalen Tag und den anderen guten Tag, verlieren wir wahrscheinlich auch. Aber zu Hause gegen Bremen, auch wenn Bremen hier eine Pokalmannschaft ist, darf man nicht unterschätzen. Sie haben zweimal Dortmund rausgeschmissen. Letzte Saison sogar in Dortmund. Jetzt diese Saison zu Hause gegen Dortmund darf man nicht unterschätzen. Bremen wird natürlich alles geben, um ins Halbfinale zu kommen und dann ins Finale. Aber mit diesem Los zu Hause gegen Bremen hat man wirklich eigentlich an sich ein gutes Los erwischt in meinen Augen. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass auch Werder Bremen mit dem Los Eintracht Frankfurt gar nicht so unglücklich ist. Klar hätten sie gern zu Hause gespielt oder vielleicht gegen Union oder Saarbrücken. Aber ich glaube, sie sind mit diesem Los wirklich auch ziemlich zufrieden. Und wir können uns auf was richtig Geiles einstellen. Und vor allem, in 3 Wochen ist es schon soweit. Es geht so ratzfatz. Normal ist das Achtelfinale ja vor Weihnachten. Jetzt ist es im Februar und dann auf einmal 3 Wochen später. Ich finde das schon irgendwie geil. Ich finde es gut. Man muss nicht so lange warten. Und wir haben nur noch, wie gesagt, 2 Schritte. Kleiner Fun Fact. Es war, wie erwähnt, klar, dass dieses Spiel wohl übertragen wird. Ich war mir relativ sicher, weil Bayern wird übertragen und wir auch, weil das mit das attraktivste Los ist, sage ich jetzt mal. Und die Partie, die am meisten Quoten bringt. Und dementsprechend, weil wir schon am Sonntag in Bremen spielen. Ha! Kleiner Fun Fact, ne? Es ist so lustig. Spielten wir am Mittwoch, weil Dienstag nur kurze Pause wäre unfair gewesen. Auf der anderen Seite wäre es wieder fair gewesen, denn man hatte es selbst in der Hand, den Gegner laufen zu lassen. Wir haben exakt die gleiche Strecke von Bremen runter. Ich meine, man spielt ja gegen Bremen, ne? Das wäre auch geil gewesen, irgendwie. Aber so, wie erwähnt, Mittwoch war klar. Und wir können echt sehr, sehr gespannt sein. Mein Schlussfazit zu diesem Spiel ist, und ich hoffe, mir sehen es die Bremer Fans nach. Ich bin natürlich in diesem Fall für meine Eintracht, aber auch nicht nur, weil ich Eintracht-Fan bin. Natürlich dementsprechend dafür sein muss und dran glaube. Aktuell, was die Form betrifft, in 3 Wochen kann sich ja einiges ändern, ist die Eintracht klar vorne. Bremen im Moment in einer sehr starken, schwächeren Phase. Vielleicht kriegen die noch was Ruder rumgerissen, aber selbst wenn sie scheiße in der Bundesliga spielen, sie sind einfach eine Pokalmannschaft.
Und genau davor habe ich Angst und Respekt. Und daher traue ich dem Bremer auch einen Sieg zu. Wir können also gespannt sein. Ich freue mich drauf. Und möge der Bessere auf jeden Fall gewinnen. Zusammengefasst nochmal meine Tipps. Fortuna wird sich genauso wie Bayern München auswärts durchsetzen. Am Mittwoch sieht es anders aus. Da gewinnen beide Heimteams mit Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Auslosung wird dann sein Bayer Leverkusen gegen Bayern München und die Eintracht spielt entweder in Düsseldorf oder zu Hause gegen Düsseldorf. Natürlich ist da ein bisschen Wunschdenken mit dabei, Hoffnung und Träumereien. Aber ihr könnt gespannt sein. Also ich freue mich, wie gesagt, auf das Spiel, auf die Bremer. Ich habe ja ein paar Bremer Freunde und Bekannte und ich bin gespannt und ich freue mich. Und haut gerne mal eure Tipps in die Kommentare rein und ich sag Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.